Herzlich willkommen, liebe Musikfreunde, hier im Alfred-Krupp-Saal der Philharmonie Essen. Auch wenn der Raum leer ist, kein Orchester spielt, kein Publikum anwesend ist, gibt es ein wunderbares Musikinstrument, die große Kuhn-Orgel der Philharmonie Essen. Die nächsten drei Werke sollen Sie einstimmen in die Passion, der große Zyklus von Leiden und Sterben Jesu Christi, der dann in das Osterfest mündet. Das erste Werk, das Sie hören, Johann Sebastian Bach, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Nach diesem innigen, ja geradezu Gebet von Johann Sebastian Bach folgt ein großer Kontrast, Jean Alain Litanie, eine virtuose, eine fast verzweifelte Musik. Der Komponist, viel zu früh im Zweiten Weltkrieg gefallen, schreibt selber über das Werk: Wenn die christliche Seele keine neuen Worte mehr findet, die Barmherzigkeit Gottes anzurufen, wiederholt sie dieselben Worte ohne Unterlass in beständigem Glauben. Die Vernunft erreicht ihre Grenze, allein der Glaube fliegt gen Himmel. Thank you.
nach dieser aufwühlenden Musik versöhnliche Klänge von Felix Mendelssohn Bartholdy. Seine dritte Sonate A-Dur ist überschrieben mit »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«. Der Choral, den Martin Luther nach dem Psalm 130 dichtet, ist die Grundlage des großen ersten Satzes. Eingeleitet und beschlossen von einem festlichen Dur, ist dazwischen eine Fuge gebaut über dem Choral Martin Luthers, der im Pedal erklingt. Bemerkenswert ist der ruhige Schlusssatz, der sich anschließt. Das mag auf den Psalm zurückgehen, der Beter wirft seine ganze Not vor Gott, endet aber versöhnlich, auf dich allein will hoffen ich. Das mag in Mendelssohns sehr versöhnlichem Schluss anklingen.